So, alles Gute, Gentlemen, jetzt kommen wir zurück zu Borderlands. Verdammt. Ja, super. Danke. Meine junge Fackel. Alles klar. Mach ich gerne. Gerne Schnuckel. Immer noch besetzt, alles klar. So. Diese Kinder kennen nun eine Ekstase, von der ich nur träumen kann. Danke, Fackel. Du sollst kein anderer Götter nehmen. Schlechte Nacht. Besieges Gorge. Unter uns sind Götzendiener. Verräter an ihrer einzig wahren Mutter, dem Feierhort. Aha. Sie folgen einem heidnischen. Einem heidnischen? Nein. Das tun sie nicht wirklich. Oh, scheiße. Ach. Halbgott namens Scorch. Mhm. Ich flehe dich an. Vernichte diesen falschen Propheten und alle, die ihm Gefolgschaft leisten. Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach mit. Ja, ja, ist klar. Clayton muss dir vollständig vertrauen. Wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, ja, erfahren wir nur so davon. Klar. Sofort, mach ich. Klaro. Ah, nervigen. Nervigen, zwielichtigen Gestalten. Aber ich bin ja schon wieder weg. Keine Angst. Schon wieder weg. Ach nee, jetzt nervt mich doch nicht. Oh, das ist... Oh, wow, ein Ritter. Wow, okay, nö, da gehe ich doch einfach. Da gehe ich einfach. So, na? Wer ist der Chef da oben? Nein. Ach du meine. Da kommt der jetzt gerade. Oh ja, in der Tat. Oh ja. Oh shit. Ganz miese Kacke. Wo ist mein... Oh, Alter. Ey, der Schaden ist halt einfach... Ist schon echt übel. Für den Schaden nehme ich jetzt das da. Der falsche Prophet ist vernichtet. Was? Spürst du es auch, junge Fackel? So gruselig dieser Kult auch ist, irgendwie schmeichelhaft, dass sie glatt einen falschen Gott. Alter, was ist los? Ich bin ein schlechter Mensch. Alter, was ist los? Was ist das denn für eine krasse Schrotflinte? Was zum Teufel? Das ist ziemlich abgefahren. Die ist mir echt zu abgespaced. Die ist mir zu abgespaced. Ernsthaft. Leute, ernsthaft. Die ist mir zu abgespaced. Alter, was zum Teufel? Was zum verdammten Teufel? Ist schon. Ist einfach nur übel. Ich sag's euch gleich. Ist einfach nur alles übel. Vor allen Dingen, der hat den weggezwiebelt, dieses Viech. Ein Schuss, wusch, fast inständig gestorben. Auch wenn instant nicht deutsch übersetzt inständig ist. Ei, das war übertrieben der Killer-Shit. Oh, wie knuffig. Sorry. Oh, wow. Naja. Kann es sein, dass die... Oh, das ist schlechtester Zeitpunkt. Schlechtester Zeitpunkt, habe ich gesagt. Oh, wow, die... Ziemlich gezwiebelt, wow. Ziemlich gezwiebelt. Aber okay. So, meine Güte. So. Haben wir eine falsche... Haben wir den falschen Gott eliminiert? Dann sind wir doch jetzt endlich mal ehrenhaft, oder? Endlich. Diese Typen sind komplett durchgeknallt.
aber sie schaden nur sich selbst und dieses Scorch. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe. Was wäre ein Kult ohne altmodische freiwillige Opferbringung? Die Entflammung steht kurz bevor, Fackel. Mhm. Aber der Firehawk hat im Traum zu mir gesprochen. Nein. Und ein weiteres Opfer fallen. Öffne das Plumpsklo. Nein, hab ich nicht. Verbrennung seines Lieblings. Nimm Matchsticks auf. Aha. Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen. Und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes, das dort aufflammt. Okay, das ist lustig. Das finde ich lustig. Das ist lustig. Die Aufgabe ist witzig. Das ist echt witzig. Okay. Aber müssen wir jetzt nicht machen, ne? Nö. Was haben wir noch so für Aufgaben? Menü kann nicht geöffnet werden. Das ist schade. Das ist schade. So, was gibt's denn noch für Aufgaben zu erledigen? Zum Beispiel in Southern Shelf, tatsächlich. Du hast die Haare schön. Kehre zu Hammerlock zurück. Und wo? Tatsächlich. Okay. Hey, da ist unsere Waffe. Ja, eigentlich schon. Ja, und jetzt? Kehre zu Hammerlock zurück oder zu Claptrap? Leider sind weder noch hier. Oh, wow, bester. Das ist interessant. Ja, super. Ja, gut, dann können wir halt die Aufgabe nicht machen. Töte die Assassins. Mords. Finde ein Tundra Express. Wo ist das denn? Tundra Express? In Freehorns Divide. Tatsächlich? Okay, gut. Ach, lass uns zurück nach Sanctuary gehen. Ich hab Bock, nochmal so Kisten aufzumachen. Die sind ja richtig riesenfett, mega geil. Wie viel kann ich denn noch mitnehmen? Wo steht denn das schon wieder? 11 von 18, super. Da können wir ja noch... Ja. was? Oh. Ey, das Schild ist echt riesig, aber dafür tut er... Nein. Ich weiß nicht. Das ist natürlich schon Ladegeschwindigkeit, Ladeverzögerung. Letztendlich profitieren wir davon insgesamt. Ja, wir profitieren davon insgesamt. Ach du meine Güte. Ach du Heil. Das ist. Das ist auch ein Scharfschützengewehr? Interessant. Die hat mehr Schaden? Dafür die Feuer... Boah, die gefällt mir fast mehr. Auch wenn die hier Schock hat. Alter, was? Was? Boah, das ist ja ein... So, jetzt noch einmal und dann ist gut. Ah, Schande. Eine Herausforderung. Okay, alles klar, gut. Jetzt können wir ein paar Sachen verkaufen. Finde einen... Warte, hier ist irgendwas. Was ist denn hier? Hä, was kann ich nicht abgeben? Irgendwas kann ich hier abgeben. Ah ja, genau, in Mum... Ah ja, ja, richtig. Das können wir abgeben. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Okay, ich lasse mal drin. Die verkaufe ich, die auch. War das gar nicht. Easy Slapper. Ah ja, genau, die habe ich aus Versehen aufgenommen. Ja, die verkaufen wir. Die auch. Muckermuck, die auch. Dann auf jeden Fall bereits freigeschaltet. Okay. Dann Schilde, da können wir das da verkaufen, das da und das da verkaufen. Okay, gut. Nichts kann uns aufhalten, nee, in der Tat. Also mit dem Scharfschützengewehr, jetzt muss ich halt aber wirklich dafür sorgen, ne, dass ich ein richtig fettes,
dass ich ein richtig fettes... Was ist denn hier? Flints Tinderbox. Ah ja, genau. Mörderers Bike. Tun wir die mal auch da rein. Ja. Okay. Bescheuert. War nur ein Witz. Freut mich, dich zu sehen. Aber leider kennen wir den Witz schon. Danke. Jetzt solltest du sagen, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, ja, halt die Klappe. Stimmt. Ich, Danke. Kommandokopf. Was? Niederträchtiger Deserteur? Aha, okay. Hanson Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Okay. Er meint Hallo. Das ist seine Art, Hallo zu sagen. Ja, ja. Klar, tut mir leid. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Okay. Wir verlieren diesen Krieg. Nein. Seit Jahren versuchen wir, Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Ja. Aber das reicht nicht. Aber du, du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Ja. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Ja. Und mir und Lilith den Arsch gerettet. Hört sich plausibel an. Ja, kein Problem. Wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Alles klar. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Ja. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Nein! Was? Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Oh, praktisch. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Wie bitte? Ein uralter iridianischer Krieger. Mächtig genug, alles dieses Leben Viech? Auf Pandora zu zerstören. Dieses Viech, was wir getötet haben? Weckt, kontrolliert ihn auch. Oh. Das klingt übel. In der Tat. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren... Das ist natürlich lustig. ...könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten. Ja, dieser Plan gefällt mir. Kriegt einen Daumen nach oben. Es gibt da ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Ja. Nur Jack hat ihn bereits. Oh. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Dann? Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Oh. Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh nein. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Okay. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Okay. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist... Dann mein Spion? Dann mein Spion im Tundra-Express. Oh. Hey, da müssen wir hin. Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Okay. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Shit. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist. Okay. Claro. Gerne, gerne. Dann darf ich ja wieder meine... meine gute... Aber die ist ja gar nicht mal so schlecht. Die ist ja eigentlich echt gut. Ja, ja. Falls du keine Feuerwaffe hast, Marcus hat vielleicht welche. Nee, ich hab Feuerwaffen, Alter. Alles geil. Alles so richtig cool. So. Jetzt würde mich interessieren, wo ist denn hier Zed? Nö, ich muss nicht zu Dr. Zed. Ich muss zu Moxie, weil da müsst ihr eigentlich Hammerlot und Speicherdeck. Nee, danke. Nein. Oh ja, genau. Mitführen um 12. Wahnsinnigen. Wahnsinnigen. Und komm nie wieder, ey. Du mich auch. Mist. So, wo ist Sir Hammerlock? Einwohner von Sanctuary. Gibt nichts. Hä? Trillionen Dank, dummer Jäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Okay. Damit meine ich natürlich mit. Okay, wow, das beste Scharfschützengewehr. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Monk. Mitch Monk? Nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Ja, ja, ist klar. La 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 la. Einmal spielen. Mist. Okay, nein. Wir müssen hart bleiben. Wo ist denn Claptrap? Weil theoretisch hätte ich mir auch das Zeug geben können, aber er ist halt nicht da. Das ist sein Problem. Er ist nicht da. Täh. Witzbold, ne? Okay, nochmal die Kiste öffnen. Ah, das ist einfach zu geil. Okay. Oh, Schande. Was? Wie bitte? Okay, interessant. Nochmal öffnen. Nochmal ein verdammter... Okay, ich kann die
anderen beiden, die ich gefunden habe, die kann ich getrost wieder weg. Kann ich verkaufen. Getrost verkaufen. Das ist jetzt liebe Leute, ey. Wirklich erstaunlich. Alter, 1000. Das ist echt witzig. Also, dann können wir jetzt eigentlich nach Southern Shelf gehen und es dann erstmal lassen für die nächste Zeit. Oder? Theoretisch. Eigentlich. Boah. Theoretisch. Boah. Hört sich gut an. Ach nee, Moment mal. Verdammt. Nee, da müssen wir gar nicht hin. Da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen zum Tundra-Express. Erwischt den Zug. Ja, genau. Verdammt. Ah, jetzt bin ich schon hier. Mist. Okay, gut. Ist ja wurscht. Wir machen hier Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefallen. Ich freue mich, beim nächsten Mal bei Borderlands 2 mit mir dabei seid. Mein Name ist Benny, sage für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.